das heute so rauszuschwimmen? Frustrierend ist das falsche Wort. Es tut einfach weh. Es ist schwer, gerade damit umzugehen. Und ja, es wird ein paar Tage dauern, denke ich. Ja, bevor wir über diese Schiedsrichterszene reden, woran hat es ansonsten sportlich gelegen, dass ihr... Es gibt die zwei Szenen, die wir, glaube ich, besser verteidigen können, wo wir, glaube ich, nicht spüren, wie gefährlich die Situation in dem Moment wirklich ist, wo dann auch die beiden Tore raus entstehen. Aber kann man jetzt keinen expliziten Vorwurf machen. Das ist dann was Mannschaftliches. Und ja, ich denke, dass es heute irgendwie, hört sich doof an, aber nicht sein sollte. Wir haben, glaube ich, alles reingelegt. Wir haben meiner Meinung nach auch ein gutes Spiel gemacht, haben es dann echt nochmal geschafft, das Stadion richtig anzuzünden, emotionalisieren und haben dann auch echt gute Situationen noch gehabt. Also wenn ich mich an die Situation erinnere, alleine in denen ich auf dem Platz war, dann waren das bestimmt 5, 6, 7 richtig gute Situationen vor dem Tor, wo im Normalfall auch einer im Netz liegt. Und ja, das war aber heute leider nicht so. Ob das dann Unvermögen ist, was ich, glaube ich, eher weniger sehe, weil die Situationen waren jetzt auch nicht schlecht genutzt, sondern dann meistens knappe Dinge, aber ja, ist halt leider gerade. Also die entscheidende Szene, da warst du auch aktiv beteiligt, du hast den zurückgelegt. Es gab irgendwie das Gerücht, du könntest gleich ein Abseits gewesen sein. Wie war da dein Gefühl? Also ich glaube nicht, dass es Abseits war, kann ich aber nicht sagen. Ich habe die Szene jetzt nur ein Standbild gesehen. Wenn man das sieht, finde ich es jetzt schwer, nach so einem emotionalen Ausscheiden über einzelne Szenen zu sprechen, aber wenn man das sieht, dann ist das natürlich schon. Ich glaube, dass wir nicht über eine Fehlentscheidung sprechen müssen, weil es ziemlich deutlich ist, dass es Hand ist. Also ich glaube, dass kein Diskussionsbedarf da ist. Ja, sehen wir, glaube ich, auch so. Könnt ihr es euch dann erklären, warum es dann der Risiken gibt? Nein, das ist natürlich ein grober fahrlässiger Fehler, wenn man das so deutlich betiteln möchte. Man hört ja immer nur von dieser Begründung, Körperfläche vergrößert. Ich glaube, wir sehen alle, dass der Ball auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aufs Tor kommt. Ich bin so der Meinung, dass er einschlägt, dass der Torwart dann nicht mehr hinkommt. Und sich das dann nicht mal anzuschauen oder damit auseinanderzusetzen, ist natürlich schwierig zu akzeptieren. Hat der Schiedsrichter irgendwie nochmal Kontakt mit euch gehabt? Nee, wir dürfen ja nicht mit Schiri reden. Der Trainer oder irgendjemand? Weiß ich nicht. Wie schmerzhaft war das jetzt? Also vielleicht einfach mal erklären aus Ihrer Sicht. Was? Die ganze Situation, das Ausscheiden, stimmt. Habe ich nicht gerade eben. Sehr schmerzhaft. Wie lange wird es dauern, bis dann so vielleicht ein bisschen Stolz kommt, was ihr jetzt in den nächsten Wochen... Schwer jetzt in dem Moment. Es war natürlich wahnsinnig schön. Ich bin stolz drauf, diese tollen Fans, diese tolle Gemeinschaft. Auch muss ich euch auch loben, die Medienlandschaft, alles drumherum. Man hat das Gefühl gehabt, dass alle an einen Strang ziehen, alle wollen uns siegen sehen und es tut natürlich deswegen extrem weh, dass wir jetzt im Viertelfinale raus sind, weil ich glaube, das war jetzt schon der Brocken, den du hättest überstehen müssen und danach wäre die Brust so breit geworden, dass es schwierig, glaube ich, geworden wäre, uns zu stoppen und das Glück war dann aber leider nicht auf unserer Seite. Mit der Elfmeterszene wäre es natürlich so gewesen, dass wir wahrscheinlich mit 2-1 in Führung gegangen wären. Das hätte natürlich alles verändert. Niklas, was hast du gedacht in deiner letzten Aktion? Ja, ich glaube, also man dramatisiert das dann natürlich immer so ein bisschen. Aber das ist jetzt keine hundertprozentige Torschance. Ich muss einen Schritt zurück machen und muss dann außer Drehung köpfen. Es ist jetzt nicht so, dass er immer drin ist, aber ich glaube, ich versuche ihn noch relativ gut aufs Tor zu bringen und ist dann knapp, aber war jetzt keine, ich glaube, da waren die Situationen vorher ein bisschen dicker. Und wenn du die Situation der Sozialmannschaft siehst, gegenüber 2022, jetzt mit diesem grundsätzlich positiven Ergebnis und nach vorne schaust, ja, ich glaube schon, dass da was gewachsen ist. Was gewachsen ist, auf dem man aufbauen kann. Ich glaube, dass aber auch klar ist, dass sich die Nationalmannschaft wieder ein Stück weit verändern wird. Das ist meistens so nach Turnieren. Alleine, dass Toni aufhört, ist natürlich eine Riesenveränderung wieder für uns als Mannschaft, weil er es schon geschafft hat, in sehr kurzer Zeit eine sehr wichtige Position für uns im Team einzunehmen. Und schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall grundsätzlich erstmal sehr gut gewappnet. Ich glaube, man hat in diesem Turnier gesehen, dass sich viele Spieler weiterentwickelt haben, dass viele Spieler den nächsten Schritt gemacht haben im Gegensatz zur WM 22 und dass wir einen sehr, sehr guten Trainer an der Seitenlinie haben, der weiter uns besser machen wird und jetzt dann auch nochmal richtig Zeit hat,
um detaillierter mit uns zu arbeiten. Aber für dich persönlich? War das mit Toni Kroos in der Kabine? Hat er noch was gesagt? In der Kabine brauche ich nicht. Könnt ihr ihn fragen. Für dich persönlich, Champions League Finale verloren, wo man so nah dran war, jetzt Viertelfinale bei der Euro draußen. Wie sieht die Frust und Bewältigung aus? Toll, dass ich beides gespielt habe. Bin ich sehr dankbar für und empfinde ich sehr positiv. Ich glaube, dass ich auch die Zeit, die ich im Turnier hatte, bestmöglich genutzt habe, um der Mannschaft Impact zu geben, um erfolgreich zu sein. Und, Wie lange denkst du über solche Szenen noch nach, dieses Postenlegen?